Strahltriebwerke dienen seit fast einem Jahrhundert dem erfolgreichen Antrieb von Flugzeugen. In diesem Video erklären wir Schritt für Schritt die Technologie, die hinter dem Strahltriebwerk steckt. Ein Strahltriebwerk sorgt dafür, dass sich ein Flugzeug vorwärts bewegt, indem es dasselbe simple Prinzip verwendet, welches auch einen Luftballon in Bewegung versetzt. Genau, die Rede ist vom dritten Newtonschen Bewegungsgesetz. Ähnlich wie die von der Luft erzeugten Reaktionskraft den Ballon bewegt, so bewegt auch die Reaktionskraft, welche vom Hochgeschwindigkeitsstrahl am Ende des Strahltriebwerkes erzeugt wird, das Flugzeug nach vorne. Die Funktion eines Strahltriebwerks liegt also hauptsächlich darin, an seinem Ende einen Hochgeschwindigkeitsstrahl zu erzeugen. Je höher die Geschwindigkeit des Strahls, desto größer die Schubkraft. Es ist diese Schubkraft, die ein Flugzeug nach vorne bewegen lässt. Solch ein schneller Ausstoß wird durch eine Kombination verschiedener Techniken erreicht. Kann man die einströmende Luft auf eine hohe Temperatur aufheizen, so dehnt sich diese um ein Vielfaches aus und erzeugt so den Hochgeschwindigkeitsstrahl. Zu diesem Zweck wird eine Brennkammer verwendet. In der Brennkammer wird verstäubender Kraftstoff verbrannt. Für eine effektive Verbrennung muss die Luft eine recht hohe Temperatur und hohen Druck aufweisen. Um die Luft in diesen Zustand zu bringen, werden eine Reihe von Verdichterstufen verwendet. Die rotierenden Schaufeln des Verdichters führen der Flüssigkeit Energie zu und Temperatur und Druck steigen auf ein Niveau, welches geeignet ist, selbstständige Verbrennung zu unterhalten. Der Verdichter erhält die Energie für die Rotation von einer Turbine,